Kapitel Nummer 7. Ja, das Kapitel 6 war relativ kurz, okay. Es ist 2021, eine neue Saison, möglicherweise ein neuer Anfang für Casper Eckermann und Alfa Romeo. Nachdem die Chancen des Teams in der Saison von 2020 ein unrühmliches Ende gefunden haben, wollen die Fahrer und der Rest des Teams die Saison beginnen mit einem starken Start. Wir gehen Qualifikation Teil 3. Also wieder eine weitere Saison Formel 1 Rennen liegt vor uns. Manche Teams sind gut vorbereitet, andere weniger. Mal sehen, was die Zukunft für sie bereithält. Das Qualifying hier in Melbourne geht gleich los. Aiden Jackson auf Platz 9. Alfa Romeo ist immer noch zuversichtlich, dass der Newcomer ihnen eine gute Platzierung verschaffen wird. Wir sehen, wie er sich schlägt. Sein Teamkollege Kasper Ackermann hat Q3 denkbar knapp verpasst. Es ging nur um 13 Millisekunden. Du hast dein Bestes gegeben. Wenn ich als Zweiter gefahren wäre, hätte ich die 13 Millisekunden locker gut gemacht. Warum muss ich immer zuerst raus? Der 11. ist doch kein Weltuntergang. Das holst du schon wieder auf. Ja, sicher. Das wäre nicht nötig. So, mal gucken. Oh, ich habe einen Anruf bekommen. Von Zoe. Zoe, hey. Morgen, Papi. Lilly, weißt du nicht, dass es hier gar nicht morgen ist? Mami sagt, du bist auf der anderen Seite der Welt. Genau, Papi ist in Australien. Ich stehe auf dem Kopf. Warum fallen die Autos da nicht runter? Ja, das kann Mami erklären. Kannst du sie ans Telefon holen? Nicht runterfallen, Papi. Keine Sorge, Lilly. Versprochen. Hey, das Qualifying war nicht so gut, hm? Ich musste zuerst raus. Schon wieder? Ja. Naja, du bist bei einigen deiner besten Rennen in der Mitte gestartet. Ja? Na, ich dachte, du magst Herausforderungen. Lilly, runter vom Tisch. Sofort. Frühstückszeit. Ich leg besser auf. Okay. Du wirst klasse sein. Das bist du immer. Hab dich lieb. Ich dich auch. So, wir spielen jetzt tatsächlich mit unserem Freund Casper Ackermann. Scheinbar zumindest. Gut. Na dann, gehen wir rein ins Rennen. Während des Rennens. Also schon wieder irgendwas zu passieren. Ja, schauen wir mal, spielen wir jetzt mit Kasper Ackermann. Stimmt was nicht. Noch 6 Runden. Beende das Rennen trotz Defekt. Gang 7 ist es definitiv, ist es dann wahrscheinlich. Right, we've looked at the gearbox issue, but I'm afraid there's nothing we can do. Try and drive around it, we'll just have to hope for the best. Remember, 15 noch. Vor uns ist jetzt Lance Stroll im Aston Martin. Er muss jetzt über Gang 6 überspringen. Ja, klar, ganz sauber ist es jetzt nicht das Getriebe, aber muss ja mal gucken, dass wir es irgendwie trotzdem durchgucken. Ich habe eine Berührung mit Stroll, da eine leichte. Nächste Folge ist Alonso. Und dann unser Teamkollege, den wir ja schon eine ganze Weile selber gespielt haben. Thank you.
Oh, gleich zur Kollision mit Alonso, okay. Ich erinnere mich noch an der letzten Saison. Da gab es, glaube ich, auch hier ziemlich heftig gescheppert zwischen uns beiden. So, nächsten Ball sind Ricciardo, Leclerc, Platz 7 und 6. Wir müssen gucken, dass wir das Rennen irgendwie beendet bekommen jetzt. Was wir noch fangen können. Die zwei Streithände da vorne, Platz 6, wäre natürlich traumhaft. Ja, mal gucken, ob das überhaupt durchgeht, ob da noch irgendwas passiert. Bisher kommen wir uns eigentlich gut rankämpfen. Ich denke mal, dass wir den Norris, der da noch davor liegt, auf Platz 5 liegt, scheinbar nicht kriegen können. Aber mal gucken, was halt möglich ist, ne? Sind ja noch ein paar Runden. Erstmal will ich dieses kleine Duo hier springen und mich da mal mit reinkämpfen. Ja, wäre das Getriebe nicht, wäre ich da wahrscheinlich sogar vorbeigekommen. Klar, einfach ist es gerade ein... Jetzt habe ich ihn. Ach man, dieses blöde Getriebe, das wäre es natürlich jetzt gewesen. Jetzt habe ich ihn. Ja, und Leclerc muss ich jetzt natürlich noch gegen Ricciardo wehren. Und damit haben wir es erstmal geschafft, sind wir die beiden erstmal los. Und jetzt will ich mit den Norris da vorne noch fangen. Hamilton, der 4 liegt, der wird nicht mehr machbar sein. Mal gucken, was mit den in den letzten zwei Runden mit Norris passiert. Platz 5 wäre ein Traumergebnis, aber gucken. Mal gucken, ob der einfacher ist als Ricciardo. Platz 5 wäre nochmal ein 11 Zähler zum Auftakt. Jetzt habe ich ihn. Oder auch nicht? Fragezeichen. Doch. Jetzt sind wir. Ja, vom Mercedes-Duo nur noch 9,5 Sekunden. Das schaffen wir nicht in der letzten Runde. Das ist nicht möglich. This is your final lap of the race.
Timon Best ist jetzt noch irgendwie, aber... Na, ich glaube. Okay, jetzt sind die Reifen. Aber es ist jetzt wurscht. 7, naja, es wird wahrscheinlich nicht reichen. So schnell sind wir auch nicht unterwegs. Es war gut dabei, aber... Getriebe, die Mehrheit auf dem Sack gerade. Ah, die Mercedes. Also vermutlich ein Mercedes, ein Red Bull gewinnt den Grand Prix. Max Verstappen vor Perez, vor Hamilton und Bottas. Und Platz 5. Pick up rubber and bring it home. Mit der schnellsten Runde sind wir in der Elfzähler. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg eingebracht hat. Was ist denn da mit Kasper Ackermann passiert? Er ist zwar ins Ziel gekommen, aber das muss trotzdem extrem frustrierend sein, nicht wahr, Stefan? Ja, könnte ein Getriebeschaden gewesen sein. Das ist immer schlimm für den Fahrer. Ackermann ist bestimmt nicht zufrieden. Aber unter diesen Umständen hat er sich, finde ich, ganz gut geschlagen. Ja. Nach der letzten Saison hat er sich sicher einen besseren Start gewünscht. Hoffentlich hat er beim nächsten Mal mehr Glück. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und sie sollten stolz und können vor allen Dingen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Das war wohl Pech da draußen. Sprechen wir darüber. Nö. Das war heute nicht so ein gutes Rennen für Sie, Kaspar. Können Sie uns verraten, was da passiert ist? Es lag eindeutig an einem Problem mit dem Getriebe. Für einen Fahrer ist das immer eine unangenehme Situation, aber wir arbeiten daran. Da bin ich mir sicher. Sie hatten offensichtlich Probleme mit Ihrem Wagen, konnten aber das Rennen trotzdem beenden. Wie schwierig ist es, unter solchen Umständen noch ins Ziel zu kommen? Da macht sich die Erfahrung bezahlt. Man muss einfach abschalten. Weiter aufpassen, aber alles, was um einen herum passiert, ignorieren. Sich nur auf die eigene Aufgabe konzentrieren. Und einfach das Beste hoffen. Ja. Sie hatten einen unglücklichen Start in dieser Saison. Und in der letzten gab es vor allem Probleme wegen Ihres angespannten Verhältnisses zu Ihrem Teamkollegen. Wie ist Ihr Verhältnis jetzt? Sagen wir einfach, diesen Getriebefehler hätte es bei Aidens Wagen nicht gegeben. Vielleicht liegt es ja nur daran, dass ich mehr Erfahrung habe und auf mich selbst aufpassen kann. Aber das Team scheint sich mehr um Aiden zu kümmern als um mich. Mal sehen, wie die Saison weitergeht. Spielen wir mal ein bisschen den Assi weiter. Klasse, das war dann alles. Spielen wir mal das gekränkte Ego gerade ein bisschen weiter, die Geschichte. So, das ist Australien gewesen. Platz 5 ist okay. Und ja, das war's mit dem neuen Anfang. Wegen mechanischer Probleme mit Eckermann beim Grand Prix von Australien chancenlos, wie mit sich seine Pechtrainer aus der letzten Saison fortsetzt, aber trotzdem Platz 5 noch geholt hat. So. Was haben wir hier noch? Okay, na gut. Dann haben wir das auch. Gucken wir jetzt mal gerade mal den Text eben schnell noch durch.
Gut. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder um 14 Uhr und dann schauen wir mal mit dem neuen Kapitel weiter.